Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Ich gucke jetzt einmal ganz kurz, wo ich denn eigentlich noch was tun kann. Denn ich wollte mich jetzt gerne einmal in den nächsten Parts hier so ein bisschen mehr damit beschäftigen, die Orte abzuklappern, bei denen ich noch Dinge finden kann. Könnte ich zum Beispiel auch darüber. Mal schauen. Ich könnte besonders hier noch einiges finden. Glaube ich. Wo fange ich da? Hier fange ich an. Richtig. Da wäre zum Beispiel auch noch einiges zu holen. Ich fange einfach mal hier oben an, bei der Waldsenke. Und arbeite mich dann nach und nach vor. Ich will ja nämlich noch jetzt die Zeit nutzen, um ein paar Dinge zu sammeln, zu finden. Es ist nämlich gar nicht so... Oh. Ich wollte eigentlich hier oben beim Hohlhain... Ah, okay. Nochmal weiter. Das ist gar nicht die Waldsenke, das ist der Hohlhain. Ich finde diese Brunnen sehr praktisch, um ehrlich zu sein. Ich würde mich natürlich auch gerne ein bisschen weiter teleportieren können. So ein bisschen mehr in die... bisschen genauer in die einzelnen Richtungen sozusagen. Bäm. Oh, Tal des Windes. Muss ich hier überhaupt schon hin? Ich glaube nicht. Fähigkeitenzelle gefunden. Ich gehe hier immer noch nicht hin. Das ist ein bisschen... Nee, habe ich ein bisschen Angst. Ich muss hier, glaube ich, sogar hin, aber ich möchte noch nicht. Deshalb gehe ich jetzt erstmal hier weiter. Ahahaha. Ah, hier war ich aber schon. Aber ich muss trotzdem hier runter, okay. Okay, hier gibt es leider nichts zu holen. Ich habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, wann ich angefangen habe. Tut mir leid, 40, okay. Wow. Ja, sehr gut. Ich will da eigentlich gerne hin hier unten, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Komme ich da hin? Hallo? Hier gibt es... Oh, interessant. Ach, verdammt nochmal. Ich brauche so ein blaues Ding, was mir meine Erfahrungsdingsbums auffüllt. Hier mein... Wow. Oh Gott. Hier kann ich nicht weiter, okay. Da unten, ja. Jetzt muss ich nur auch unbeschadet wieder hier hochkommen. Aha. Gestaltet sich bestimmt richtig lustig. Au. Gott. Das ist gar nicht so einfach. So. Heiliger. Okay, jetzt kann ich hier einmal diese Tür öffnen und habe jetzt keine Speicherorbs mehr. Wuhu! Und tschüss. Nein! Verdammt! Nein, warum habe ich denn nicht nochmal gespeichert? Verdammt. Ach, verdammt. Okay. Ach, okay, alles klar. Jetzt werde ich da nochmal runtergehen und danach auf jeden Fall speichern. Ich brauche immer noch eins von diesen blauen Dingern wieder. Das wäre wundervoll. Weil ich habe jetzt ein halbes verbraucht. Da unten ist noch eins. So, dann brauche ich nämlich... brauche ich nämlich gleich nicht extra... Ach nee, hier ging es ja nicht weiter.
So, dann kann ich nämlich jetzt hier direkt weiter. Und kann nicht speichern. Das ist genau das Problem. Yay! Doch, theoretisch könnte ich das jetzt. Dann mache ich das jetzt auch. So, und dann denke ich jetzt aber daran, hier dieses Ding darunter zu schieben. Ha! Ist es jetzt aufgehalten? Ja, es ist jetzt aufgehalten. Puh. Okay, 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 okay. Einmal feste, kräftig schieben. Ja. Uff. Juhu! Eine Energiezelle. Sehr schön, sehr schön. Hier könnte ich doch eventuell sogar auch runter, ne? Oder auch nicht. Schade, ich hatte gehofft, dass der Affe da auch dafür sorgt. Ach, da kann ich. Natürlich kann ich da runter. Geht's denn hier hin? Ach, da war ich schon. Aber ich könnte eventuell da hoch noch eine Energiezelle finden. Wenn ich höher könnte, wäre ja auch interessant. Wartet mal. Hier runter will ich gar nicht. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Das wäre wundervoll. So, und dann könnte ich nämlich hier weiter. Hui. Wow. Genau, hier kann ich nämlich einmal speichern. Au. Shit. Ah, ich verstehe. Oh mein Gott, au, ich verstehe. Puff. Was auch immer das jetzt gebracht hat, aber wird schon passen. Ah, hier komme ich jetzt weiter. Okay. Cool. Und was haben wir hier? Ein Wasserbecken. Und wie komme ich da hoch? Hahaha, witzig. Okay. Kann ich mich mit den Dingern auch? Okay, nee, anscheinend nicht. Hm. Okay, ich muss es nochmal versuchen mit den Orbs hier. Ha, geschafft. Bingo! Eine Fähigkeitszelle gefunden. Sehr gut, sehr gut. Warum hier unten Wasser ist, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich damit die Viecher kaputt gehen oder so. Wuhu! Aua! Oh Gott. Hab ich mich jetzt erschrocken. Okay. Ich kann mal wieder Fähigkeiten verteilen. Was haben wir denn hier? Ah! Oh! Das ist cool. Wasseratmung finde ich sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne wieder hier runter. Affe, 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 Affe. Mein Gott. Böser Affe. Weg, 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 weg. Ah, noch einer. Böse Viecher, meine Güte. So. Dann mache ich mich mal hier hin.
könnte ich jetzt nämlich auch theoretisch hier hoch, glaube ich. Ja, jetzt komme ich auf jeden Fall auch hier hoch. Haha, und noch eine Fähigkeitszelle. So, jetzt sammle ich hier aber meine Freunde. Jetzt ist der Sammelwahn ausgebrochen. Ich freue mich sehr, dass das so gut funktioniert hier. Gut, dann hätte ich jetzt hier eigentlich alles. Bis auf da unten ist noch was. Da gehe ich nochmal hin. Ich glaube, da ist noch Wasser. Noch habe ich ja leider keine... hier komme ich... Hier kann ich... Oh, hier kann ich doch runter. Oh, okay. Aber ich kann dann auch wieder hoch, ne? Das wäre wundervoll. Oh, wow. Ist ja Wahnsinn. Eine Energiezelle. Sehr schön, sehr schön. So muss das, Leute. So muss das. Wenn es so läuft, bin ich sehr zufrieden. Gut. Dann gehe ich einfach mal weiter hier. Weil da hinten kommt tatsächlich noch... Ist das hier unten? Nee, hier unten ist nichts. Schade. Zack, zack, zack. Hier war ich aber auch schon, ne? Ja. Okay. Dann gehe ich jetzt hier mal weiter. Denn da oben ist auch noch was zu holen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich da jetzt auch hinkomme. Puh. Tschüss. Jetzt kann ich nämlich da oben das Lämpchen anhauen. Zack. Und dann komme ich hier hin. Fähigkeiten, 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 Fähigkeiten. Sehr schön. Ah! Affe! Affe! Okay. Hier hinten. Da geht's noch weiter. Da war ich nämlich auch noch nicht. Oha. Einmal speichern. Ah, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Hätte klappen können. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Wuhu! Geschafft. Oh, verdammt. Ich brauche blaues Dingsbums. War hier nicht irgendwo was? Das wäre wundervoll. Kann ich hier unten was finden? Komm schon! Ach, da unten ist ein Brunnen, da kann ich auffüllen. Alles. Sowohl Leben als auch, wenn ich einmal speichere. Genau, wundervoll. Zack. Und dann gehe ich einmal zurück und dann komme ich da auch durch die Tür weiter. So, das ist nämlich genau das, was ich jetzt tun wollte. Ich wollte so viel wie möglich sammeln, damit ich hier auch oh Gott. Naja, ist egal. Damit ich hier dann auch halbwegs ordentlich weitermachen kann. X. So, wenn ich nämlich noch ein paar Energiezellen bzw. vor allem auch Lebenszellen bekomme. Macht mir das Ganze hier um einiges einfacher. Jetzt muss ich nur. Ah! Oh.
Okay, hier brauche ich wieder 4. Ich habe aber im Moment nur 2. Vielleicht finde ich hier irgendwo noch mal welche. Zack. Okay. Heieieiei. Oh, so viel von diesem komischen roten Zeug hier. Was macht ihr denn hier, ey? Oh nein! Ach ja, speichern und so. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 6 habe ich, okay. Ich möchte so wenig wie möglich von diesen Energiezellen jetzt dann verbrauchen, tatsächlich. Ah, das heißt, ich kann hier aber nochmal speichern. Ach ja, komm, einmal trifft es mich sowieso immer. Kann ich nicht verhindern. Es sei denn, ich würde eine von den Energiezellen opfern. Ups. Um mich darüber zu katapultieren. Aber das möchte ich eigentlich auch ungern. Huch. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch, glaube ich. Denn hier ist nämlich auch was. Okay. Hier nochmal runter. Zack. Die Wups. Und weiter geht's. Ha. Böse, böse. Ich muss auf diese scheiß Teile aufpassen. Auf diese runterkommenden Steine da oben. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Denn das sieht mir aus, als könnte es hier... Oh Gott! Da oben ist eine Energiezelle. Komm wieder runter. Komm runter. Ich brauch dich. Zack. Uhu. So, jetzt habe ich nämlich alle wieder. Jetzt kann ich nämlich auch da unten eigentlich das Tor noch öffnen. Oh Gott, ich erschrecke mich immer. Mann! Die sind scheiße. Jetzt ist bestimmt auch der Fisch wieder da. Ach, das war, da war gar kein Fisch. Da war nur dieses komische Dingsbums da. Genau. Wartet. Ich will mal Luft holen hier. Juhu. So, jetzt wird aber Minimum einmal gespeichert. Weil... Ich hab Angst. Okay. Ja, Mann. Errungenschaft, niederschmetternd. Sehr cool. So muss das. Da komme ich nicht ran. Okay, da oben ist noch was. Also quasi einmal hier entlang. Oha. Oha. Speicher. Geschafft. Wow. Speichern. Sehr gut. Oh meine Güte. Oha. Oha. Ah. Komm schon. Schieß. Verdammt. Aber da muss ich auch, glaube ich, gar nicht hin. Nee, ich müsste eigentlich hier weiter hoch. So, da. Skadoosh. Hier? Nee, hier hoch müsste ich. So. Jetzt könnte ich nämlich da runter, theoretisch. Aber nicht bevor ich einmal gespeichert habe hier. Meine Güte. Wow. Was denn? Nur für ein paar Erfahrungspunkte? Och Mann, oh.
Okay, ja gut. Hat sich ja fast gelohnt. Jep, genug. Und da drüben könnte ich theoretisch auch weiter. Puh. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich speichere hier einfach nochmal. Okay. Aber war ich hier nicht schon? Nee, anscheinend noch nicht. Au. Okay, das war nicht so schlau. Verdammt. Hier ist schon ein Kartenstein drin, okay. Komm schon, komm näher. Blöder Frosch. Gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal in diese Richtung. Oh, was zum... Kuro. Noch immer auf der Jagd nach dem Licht, vom Hass geblendet. Oh, ich muss auch dringend mal mit der Story weitermachen. Die ist einfach grandios. Ups. Ups. Wow. Zack. Zack. Swoops. 5 Punkte habe ich einfach schon. Holy shit. Yay, jetzt sind es schon 6. Okay, dann speichere ich hier einfach mal und verteile mal meine Punkte, ne? Also, die Wasseratmung will ich auf jeden Fall haben. Was haben wir hier dann noch? Seelenverbindung halbiert die Kosten der Seelenverbindung. Was haben wir denn hier jetzt noch? Geistereffizienz, erhöht die Ausbeute der Geister. Oh, die Ausbeute erhöhen ist gut. Lebenszellen werden... Oh ja, ich mache die beiden. Beim nächsten gehe ich dann wieder auf das Blaue. Oh, nochmal speichern. Okay. Jetzt sehe ich alle Lebenszellen. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist einfach so gut. Au. Okay. Oha, was bist du denn? Das ist aber ein feuriger Kollege hier. Wo bin ich? Da bin ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. War noch so einer. Puh. Ah, ich muss hier runter. Boom. Und eine Lebenszelle. Gut, dann würde ich aber sagen, bin ich schon wieder bei über 20 Minuten. Das war jetzt eine Suchfolge, beziehungsweise eine ein Suchpart, um genau zu sein. Wird wahrscheinlich im nächsten Part erstmal so weitergehen, aber ich werde auch relativ bald dann auch mit der Story weitermachen. Ich denke, ich habe jetzt erstmal relativ viel gesammelt und... Hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen, auch wenn es jetzt nicht allzu spannend war und ich einfach nur durch die Gegend gerannt bin und Sachen gesucht habe. Aber das muss auch hin und wieder mal sein, einfach weil ich in der meisten Zeit über nichts gefunden habe hier und mich kaum umgeschaut habe. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!